ihr Lieben. Da bin ich wieder. Zu einer neuen Stunde Beckenbodengymnastik. Und wir fangen auch direkt an. Und bewegen uns auf unserem Hocker. Ein bisschen nach rechts und links. Und wir lassen alles locker. Lass mal ein bisschen ankommen. Von einem Sitzbeinhocker zum anderen. Und dann bleiben wir in der Mitte sitzen. Und dann bewegen wir unsere Schultern. Okay, die Schultern anhalten. Ich drehe mich mal ein bisschen. Ihr könnt ruhig sitzen bleiben. Die Füße stehen fest auf dem Boden. Dann legen wir die Hände mal auf die Oberschenkel. Und dann schieben wir die Hände mal nach vorne und nach unten und machen den Rücken ganz faul. Und dann holen wir die Hände wieder zurück, ziehen die Schultern nach hinten, unten und werden ganz groß. Ja, es geht nur um Bewegung. Hände schieben und der Oberkörper ist ganz faul. Legt euch auf die Oberschenkel. Ganz entspannt. Und dann holt euch wieder rauf. Und am Ende immer wieder die Schultern nach hinten, unten und den goldenen Faden langziehen. Und dann wieder ganz faul werden. Wer das Gefühl hat, ich komme gar nicht weit genug nach vorne. Weil der Weihnachtsbraten noch ein bisschen Platz fordert. Dann öffnet einfach die Beine. Vielleicht kommt er dann ein bisschen weiter. Wie gesagt, es geht nur darum, ein bisschen Bewegung. Noch ein letztes Mal. Okay, dann stellen wir die Füße auf jeden Fall wieder hüftbreit. Und dann suchen wir mal unseren Beckenboden. Spürt eure Sitzbeinhöcker. Gebt ein bisschen Kraft mit den Füßen in den Boden. Und dann geht's los. Ein zartes Zwinkern, O-Muskel, U-Muskel. Dann die Sitzbeinhöcker ein ganz kleines bisschen zusammenziehen. Die innerste Schicht dazu nehmen. Einen kurzen Moment halten und direkt wieder loslassen. Und gleich noch einmal. Zartes Zwinkern. Sitzbeinhöcker zusammenziehen. Innerste Schicht dazu nehmen. Und vielleicht schon ein bisschen mehr Kraft spüren im Beckenboden. Und dann ganz sanft wieder loslassen. Und dann noch ein letztes Mal ohne bewusste Atmung. Ein zartes Zwinkern. O-Muskel, U-Muskel. Die Sitzbeinhöcker jetzt ordentlich zusammenziehen. Fühlt, wie die Hüfte schmal wird. Und dann hebt das ganze Paket hoch. Spürt, wie der Beckenboden eure inneren Organe trägt. Trotzdem sind die Schultern ganz entspannt. Der Atem fließt. Nur Spannung im Beckenboden. Und dann lassen wir wieder los. Wunderbar. Und dann machen wir gleich weiter mit unseren Grundübungen. Wir nehmen entweder die Hände an die Sitzfläche oder wir lassen die Arme hängen, jeder so wie er mag. Wichtig ist, der goldene Faden ist lang und die Füße haben gut Kontakt zum Boden, die ganze Zeit. Ein vorbereitendes Einatmen. Und beim Ausatmen. Unterste Schicht, mittlere Schicht, innerste Schicht. Beckenboden hat Kraft. Haltet sie fest. Einatmen. Ausatmen. Mehr Spannung in den Beckenboden geben. Sitzbeinhöcker gehen ein kleines bisschen näher zusammen. Und einatmen, festhalten. Und ein kleines bisschen geht noch. Mehr Kraft in den Beckenboden schicken. Und dann halten wir es noch einen Moment fest, atmen nochmal ein und lassen es ganz langsam wieder los. Okay. Zweite Runde. Eine Hand auf den Bauch, eine auf den Rücken. Und wieder einatmen und beim Ausatmen zwinkern, Sitzbeinhöcker zusammenziehen, innerste Schicht, Beckenboden hat Kraft, haltet sie fest, einatmen, ausatmen, mehr Kraft in den Beckenboden schicken, festhalten, einatmen,
Und noch einmal, auch wenn es schwer ist, nachziehen beim Ausatmen. Ziehen, ziehen, ziehen. Und dann halten wir es noch einen Moment fest, atmen noch mal ein und lassen es direkt wieder los. Und alles locker lassen. Eine machen wir noch, dann machen wir Pause. Hände an den Kopf. Schultern bleiben locker. Achtet drauf, dass der Bauch so ein bisschen nach innen zieht, dass wir schön unseren goldenen Faden lang halten. Und wieder einatmen. Und beim Ausatmen. Zwinkern. Sitzbeinhöcker zusammenziehen. Innerste Schicht. Gut festhalten. Einatmen. Ausatmen, mehr Kraft in den Beckenboden schicken. Festhalten, einatmen. Und noch einmal, nachziehen beim Ausatmen. Ziehen, ziehen, ziehen. Sitzbeinhöcker sind ganz nah zusammen. Dann halten wir es noch einen Moment fest, atmen noch mal ein und lassen es wieder los. Und einmal ganz bewusst alle Spannung rausfließen lassen, Beine etwas öffnen. Unterarme auf den Oberschenkeln ablegen und mal ganz bewusst in den Bauch atmen und den Beckenboden locker lassen. Und wirklich fühlen, dass mit jedem Atemzug der Beckenboden noch ein bisschen fauler wird und auch der Bauch sich entspannt. So, und dann machen wir die letzten drei. Wir richten uns wieder auf, sitzen auf unseren Sitzbeinhöckern, geben Kraft in den Boden durch die Füße und wir nehmen die Arme ganz nach oben und die Schultern bleiben tief. Einatmen und beim Ausatmen zwinkern, Sitzbeinhöcker zusammenziehen, innerste Schicht. Gut festhalten. Einatmen. Ausatmen, nachziehen, festhalten, einatmen und noch einmal, auch wenn es schwer ist, nachziehen beim Ausatmen, ziehen, 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 die Füße stehen fest auf dem Boden und dann halten wir es noch einen Moment fest, atmen noch mal ein und lassen es wieder los. Okay. Und die schwerste. Arme gehen weit auseinander, die Schultern bleiben tief. Rücken bleibt lang. Einatmen. Und beim Ausatmen. Zwinkern, Sitzbeinhöcker zusammenziehen, innerste Schicht. Gut festhalten. Einatmen. Ausatmen. Nachziehen. Festhalten. Einatmen. Und noch einmal, auch wenn es schwer ist, mehr Kraft in den Beckenboden schicken. Ziehen, ziehen, ziehen. Die Füße stehen ganz fest auf dem Boden. Und dann halten wir es noch fest, atmen ein, spüren die Kraft und lassen es wieder los. Fast geschafft. Einmal die Schultern bewegen. Letzte Runde. Die Hände ganz gemütlich in die Taille. Wenn das unbequem ist, könnt ihr die Hände auch an die breiteste Stelle nehmen. Ja? Nur, dass die Schultern sich wirklich bewusst entspannen können. Und dann ein letztes Mal. Nur Beckenboden. Einatmen. Und beim Ausatmen. Zwinkern, Sitzbeinhöcker, innerste Schicht. Beckenboden ist stark. Festhalten. Einatmen. Nachziehen. Weiter festhalten. Einatmen. Und noch ein allerletztes Mal. Nachziehen beim Ausatmen. Ziehen, ziehen, ziehen. Die Sitzbeinhöcker sind ganz, ganz nah zusammen. Die Hüfte ist ganz schmal. Und dann richten wir uns nochmal auf, spüren die Kraft, atmen ein und lassen los. Geschafft. Wunderbar. Alles locker lassen. Und wir bewegen uns nochmal ein bisschen auf unserem Hocker. Nach rechts und links. Okay, dann bleiben wir wieder mittig auf unserem Hocker sitzen. Und wir fangen an mit einer angedeuteten Aufstehübung. Wir legen die Hände auf die Oberschenkel
Und hol unsere Füße vielleicht ein bisschen näher zu unserer Sitzgelegenheit. Und wer gleich merkt, oh, das ist total schwer, der macht das wirklich nur ganz klein. Wir sammeln unseren Beckenboden ein. Zwinkern, Sitzbeinhöcker, innerste Schicht. Dann ziehen wir nochmal an unserem goldenen Faden, dass wir schön lang sind. Dann lehnen wir uns mit einem flachen Bauch, mit starkem Beckenboden nach vorne. Dann drücken wir mit den Füßen fester auf den Boden und wenn es sein muss, auch mit den Händen auf die Oberschenkel und stehen ganz, ein ganz kleines Stückchen, heben wir den Popo vom Hocker. Und dann setzen wir uns wieder hin. Und kontrollieren, ist da noch da, der Beckenboden. Wenn er verloren gegangen ist, wieder einsammeln. Und jetzt wirklich jeder für sich ein bisschen nach vorne lehnen, aufstehen, Beckenboden spüren und vorsichtig wieder hinsetzen. Ja, das ist unter Umständen nur ganz klein. Wer merkt, ich verliere den. Und wer merkt, es mit der Fußposition ist doof, ist genau wie bei dem großen Aufstehen, einfach in Schrittposition. Ja? Es ist vielleicht ein bisschen leichter. Aber wichtig ist, der Bauch ist flach, der Rücken ist lang und vor allen Dingen der Beckenboden ist stark. Und genauso andersrum, wer merkt, oh, wenn ich das jetzt dreimal gemacht habe, dann ist meine Kraft schon zu Ende. Der passt immer mit seinen Händen noch ein bisschen auf, dass der Stuhl wieder getroffen wird, beziehungsweise der Hocker. Oder dreimal machen, Pause machen und dann weitermachen. Die letzten zwei. Entspannen. Wirklich immer wieder bewusst zwischendurch den Beckenboden locker lassen. Ja, mal sich reinspüren und dann vielleicht auch fühlen, wenn der Beckenboden locker ist, dann geht die Haltung auch so ein bisschen kaputt. Das ist aber nicht schlimm. Solange nichts wehtut, ist alles gut. Wir bleiben noch einen Moment locker. Und bewegen unsere Lendenwirbelsäule. Legt ruhig nochmal eine Hand auf den Bauch und die andere auf den Rücken, auf den unteren. Wir sitzen auf unseren Sitzbeinhöckern. Und jetzt hinter die Sitzbeinhöcker rutschen und fühlen, der untere Rücken drückt ein bisschen gegen die hintere Hand. Und beim Aufrichten entsteht wieder diese kleine Kuhle. Und wie gesagt, so entspannt wie möglich. So, das war die Pause. Wunderbar. Wir bleiben wieder genau auf unseren Sitzbeinhöckern sitzen. Achten wieder darauf, dass die Füße gut Kontakt zum Boden haben. Geben da ein bisschen Kraft rein. Wir sammeln unseren Beckenboden wieder ein. Zwinkern, Sitzbeinhöcker, innerste Schicht. Wir bewegen nur unsere Füße. Im Wechsel. Ferse lösen und abstellen. Die andere Seite. Ferse lösen und abstellen. Und die Arbeit in der Bewegung ist, dabei den Rest des Körpers ruhig zu halten. Ja, das Knie kommt ein bisschen höher, aber der Rücken bleibt lang. Wir bleiben auf unseren Sitzbeinhöckern sitzen. Der Beckenboden bleibt stark. Okay. Einmal kurz Pause machen. Ich drehe mich mal wieder zu euch. Wenn das schwer war, ändern wir da nichts dran. Wenn das ganz leicht war, lösen wir nicht nur die Ferse, sondern heben ein Bein hoch. Aber immer unter der Voraussetzung, dass der Beckenboden stark bleibt und dass unser goldener Faden lang bleibt, sprich unsere schöne Haltung erhalten bleibt. Also wieder Beckenboden einsammeln. Zwinkern, Sitzbeinhöcker, innerste Schicht. Wir ziehen an unserem Faden. Wir sind stark. Vielleicht so ein bisschen Kraft in den Unterbauch geben zur Unterstützung. Und dann wieder. Erstmal nur die Fersen lösen. Und wer merkt, ja, das ist wunderbar. Ihr könnt die Hände auch gerne an den Hocker nehmen. Der kann mal versuchen, ein Bein ein bisschen hochzuheben. Und eher das Gefühl haben, der Oberkörper kommt dabei
ein bisschen nach vorne. Ja, ich versuche nicht nach hinten auszuweichen. Und wenn er merkt, ja, Ferse lösen, das geht, aber das Bein hochheben ist zu schwer, dann macht dieses Bein nur leicht. Fühlt die Last bzw. die Schwere des Beines, das Gewicht, und lasst das Bein einfach auf dem Boden stehen. Aber fühlt, wie viel Arbeit das ist, den Beckenboden dabei festzuhalten, wenn ihr das Bein hebt oder leicht werden lasst. So, dann hat jetzt jeder seine Bewegung für die Beine gefunden. Halten wir erstmal an. Werden erstmal wieder locker. So, und jetzt möglichst entspannt, nur so viel Spannung in den Körper geben, dass es nicht unangenehm wird. Wir nehmen die Arme mal zur Seite. Lassen die Schulter wieder tief. Fühlen, wir sitzen gut auf den Sitzbeinhöckern. Und jetzt ganz achtsam nur den goldenen Faden ein bisschen lang ziehen und dann den Oberkörper drehen. Und versuchen wirklich so locker wie möglich zu sein. Dann spüren wir, die Arme sind schwer, der Rücken ist beweglich. Und der Po bleibt ganz ruhig, beiden Sitzbeinhöckern auf dem Hocker bzw. dem Stuhl. In der Mitte anhalten. So, und jetzt nehmen wir die Beckenbodenkraft dazu. Also zwinkern, Sitzbeinhöcker, innerste Schicht, Schulter nochmal extra tief, Faden nochmal extra lang. Jetzt sind wir ganz stabil, wir geben noch ein bisschen Druck mit den Füßen zum Boden und jetzt wieder drehen. Und spürt, dass die Bewegung dadurch jetzt ein bisschen anstrengender wird. Aber stabiler. Passt auf, dass euer Beckenboden euch nicht verloren geht. Und wenn die Kraft irgendwann wegfließt, einfach kurz in der Mitte innehalten, wieder einsammeln und dann wieder loslegen. So, und wenn der Oberkörper das jetzt gut kann, dann nehmen wir wieder die Beinbewegung bzw. Fußbewegung von gerade dazu. Achtung, wenn wir nach rechts drehen, lösen wir die linke Ferse oder heben das Bein hoch. In der Mitte stellen wir das Bein wieder ab. Und auf der anderen Seite, wenn wir nach links drehen, lösen wir die rechte Ferse und heben das rechte Bein. Vielleicht. Und achtet drauf, dass ihr wirklich immer den Beckenboden im Griff habt. Erst der Beckenboden, dann die Bewegung. Und wer merkt, Oberkörper kann ich ganz gut, aber das Bein dazu geht gar nicht. Bein weglassen. Wenn die Arme abfallen, Oberkörperbewegung einstellen und nur die Beine machen. Und wenn alles zu schwer ist, einfach Pause machen. Jede Seite noch einmal. Wer kann? Wer schon Pause macht, einfach Pause machen. Okay. Arme runter, Schultern bewegen, Beckenboden entspannen. Wir machen jetzt noch eine zweite Runde dieser Bewegung. Und wer möchte, kann die mit mir im Stehen machen. Und wer das Gefühl hat, nee, das ist mir viel zu wackelig, das möchte ich nicht, ich habe nicht Platz genug oder es ist alles, der macht das genauso wie gerade. Sitzt auf seinem Hocker und gut ist. Und alle, die wollen, stehen jetzt mal auf. Genauso Alternative, wer hat, der kann sich auch irgendwo festhalten mit der einen Seite, mit der einen Hand und dann machen, dann ist es auch nochmal leichter, aber mal versuchen. Erstmal spüren im Stehen, wir ziehen an unserem goldenen Faden, die Beine sind lang, die Kniegelenke sind entriegelt. Und dann sammeln wir unseren Beckenboden ein. Zwinkern, Sitzbeinhöcker, innerste Schicht. Und da kann man schon merken, man darf ihn nicht zu fest ziehen, weil sonst wird das zu hart und dann wird es ganz wackelig. Und jetzt mal nur die Fersen bewegen. Ich drehe mich mal wieder, einfach mal schauen, goldene Faden ist lang, das Becken ist neutral, Beckenboden ist fest. Und dann bewegen sich nur
die Beine, ohne dass der Oberkörper irgendwas macht. Wir sind ganz ruhig. Ups. Ach, Mist. Versucht, das Gewicht wirklich in der Mitte zu lassen. So, und dann versucht mal, sucht euch eine Seite aus, löst die Ferse, stabilisiert euch und hebt mal ganz vorsichtig ein Bein hoch. Analog, wer auf dem Hocker sitzt, auch da das Bein heben. Das ist um Klassen leichter. Aber jetzt auch hier drauf achten. Wir bleiben aufrecht stehen. Und wenn wir merken, ach, das mit dem Ferse, das ging gut, aber Beinheben ist viel zu schwer, dann nicht das Beinheben. Muss man nicht machen. Kann man machen. Wichtig ist, dass ihr euren Beckenboden spürt. Okay. Anhalten. Beine lockern. Dann haben wir ja auch noch einen Oberkörper. Füße stehen hüftbreit. Schultern tief. Beckenboden fest. Sammelt ihn ein. Wenn ihr ihn habt, die Arme auseinander. Und jetzt den Oberkörper drehen. Füße sind fest verankert. Und die Drehung beginnt ab Taille aufwärts. Also der Bauch zeigt die ganze Zeit nach vorne, die Beine sind ganz ruhig. Das werden alle merken, es ist ein bisschen schwerer zu fühlen im Stehen als im Sitzen. So, und wer jetzt das Gefühl hat, ja, ich habe das alles im Griff, mein Beckenboden ist fest und ich stehe hier wunderbar. Er kann mal versuchen, bitte nur eine Ferse dazu zu nehmen. Also, wenn ich nach rechts drehe, ohne rumzuwackeln, die linke Ferse lösen. Wenn ich nach links drehe, ruhig bleiben, rechte Ferse lösen. Und habe wirklich das Gefühl, die Körpermitte, Becken, Bauch, ist der ruhige Pol, der Beckenboden ist stark. Die Unternehmungslustigen unter uns, die können ja mal versuchen, ob man das Bein auch noch hochheben kann. Oder ob dann der Beckenboden direkt sagt, oh ne, weg bin ich. Ja, das ist schwer. Was ganz wichtig ist, atmen nicht vergessen. Da, 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 da. Jede Seite noch einmal, wenn es geht. Und dann halten wir in der Mitte an, lassen die Arme wieder runter und setzen uns wieder hin. Dann gönnen wir den Armen mal einen Moment Pause. Spüren wieder unsere Sitzbeinhöcker, sammeln unser Beckenboden wieder ein. Wir heben das rechte Bein ein ganz kleines bisschen hoch, dass der Fuß soeben über dem Boden schwebt. Und jetzt die Übung ist, das Bein ein bisschen zur Seite zu führen und wieder zurück. Und auch hier gilt, der Rücken bleibt ganz ruhig. Nach außen wird schwerer, der Rückweg ist leichter. Eigentlich Innenseite Oberschenkel, ganz zart. Jederzeit, wer merkt, oh, jetzt brauche ich mal eine Pause, einfach in der Mitte anhalten, einmal kurz Pause machen und dann wieder einsteigen. Okay, dann wechseln wir mal die Seite. Zur Unterstützung kann man auch immer gut mit dem Standfuß bewusst in den Boden arbeiten. Das macht es dem Beckenboden ein bisschen leichter. Und achtet darauf, dass ihr
die Länge eures goldenen Fadens behaltet. Dann da die. Okay. Noch zweimal. Schaffen wir. Letztes Mal. Wunderbar. Anhalten und locker lassen. Sehr schön. Die Beine lassen wir jetzt einen Moment stehen. Unsere Arme sind wieder dran. Und zwar lassen wir unsere Arme hängen. Sammeln unseren Beckenboden wieder ein. Zwinkern, Sitzbeinhöcker in erste Schicht. Und dann nehmen wir beide Arme mal nach vorne, bis sie ungefähr in Schulterhöhe sind. Gefühlt eher so ein bisschen drunter. Und die schieben wir nach vorne raus. Und trotzdem bleibt unser Rücken ganz lang. Und jetzt klein anfangen. Habt ihr das Gefühl, eure Schultern sind ganz weit weg von den Ohren und die wollen da auch wegbleiben? Und dann bewegen wir einen Arm nach oben und einen nach unten. Und dann lasst die Bewegung mal größer werden. Und je größer die Bewegung wird, also je weiter die Arme auseinander sind, desto mehr zieht der Bauch nach innen und desto flacher wird er und desto stärker muss der Beckenboden gegenhalten. Und wieder atmen. So, und für alle, die schon länger dabei sind, beziehungsweise deren Beckenboden schon wieder gut Kraft gewonnen hat, der kann versuchen, wieder die Beine mitmachen zu lassen. Aber je weniger Unterstützung ich durch die Füße habe, desto schwerer wird das für den Beckenboden. So, wenn er merkt, es geht nicht, nicht machen. Und zwar, wenn der rechte Arm nach oben geht, dann hebe ich das linke Bein, vielleicht. Und wenn der linke Arm nach oben geht, hebe ich das rechte Bein. Ohne, dass der Rücken sich bewegt. Atmen. Wer merkt, der Wille ist da, aber es ist zu schwer, der versucht wieder nur die Ferse zu lösen oder das Bein leicht werden zu lassen. Aber achtet darauf, dass er nicht anfängt, auf dem Stuhl hin und her zu wanken. Schön beide Sitzbeinhöcker spüren, den langen Rücken, den kraftvollen Beckenboden. Okay. Einmal anhalten, einmal alles locker lassen. So, und einfach nur mal, um diesen Unterschied vielleicht zu spüren und wieder ganz achtsam sein, nur soweit es angenehm ist, mal diese gleiche Armbewegung machen und dabei versuchen, alles locker zu lassen. Ja, wir sitzen auf unseren Sitzbeinhöckern, das bleibt. Wir ziehen auch an unserem Faden, dass wir eine schöne Haltung haben, aber wir versuchen, den Beckenboden so locker wie möglich zu lassen. Wir nehmen die Arme nach vorne. Und jetzt versucht nochmal, diese Armbewegung zu machen und den Beckenboden dabei locker zu lassen. Und dann kann man vielleicht spüren, dass die Bewegung leichter wird, dass es vielleicht ein bisschen beweglicher ist. Wenn man keine Probleme mit dem Rücken hat, kann das auch durchaus angenehm sein, dass sich der Rücken so ein bisschen mitbewegt. Fühlt vielleicht, wie die Wirbelsäule sich so ein bisschen bewegt. Ja, wenn die Arme weit auseinander sind, so ein bisschen ins Hohlkreuz geht, ganz achtsam. Ganz von alleine, ohne eigenes Zutun. Und dann halten wir die Arme nochmal vorne an und geben nochmal richtig Kraft in den Beckenboden. Zwinkern, Sitzbeinhöcker, innerste Schicht, die Schultern nochmal aktiv nach unten ziehen, den Bauch so ein ganz kleines bisschen aktivieren. Und jetzt versuchen wir wieder, unsere Arme kraftvoll zu bewegen und den Beckenboden festzuhalten und spüren. Es ist stabiler. Für manche ist es vielleicht angenehmer. Es ist auf jeden Fall kontrollierter. Und wenn ich jetzt noch ordentlich Druck mit den Füßen in den Boden gebe und die Muskelkette der Beine aktiviere, dann sitze ich hier ganz stabil auf meinem Hocker. Kann meine Arme bewegen
und meinen Beckenboden gut festhalten. So. Und das soll jetzt auch schon mal reichen. Und locker lassen. Wunderbar. Und als letzte Übung auf unserem Hocker. Machen wir unsere Aufstehübung. Vorhin haben wir die kleine Variante gemacht oder die angetäuschte Variante und jetzt machen wir die ganze. Ich drehe mich nochmal zur Seite. Ihr sucht euch wieder eine Position für eure Füße. Entweder etwas versetzt oder nebeneinander, jeder so wie er mag. Wir sitzen an der Kante. Spüren wieder unsere Sitzbeinhöcker. Nehmen die Arme nach vorne und los geht's beim Ausatmen. Arme nach hinten schwingen, Beckenboden einsammeln und hoch. Oben einatmen und den Rücken lang lassen, den Beckenboden fest, die Knie beugen und sich vorsichtig hinsetzen. Und alles, was verloren gegangen ist, sammeln wir wieder ein. Zweiter Versuch. Oben einatmen, in der Atempause immer wieder bewegen und im Sitzen wieder kontrollieren, ist mein Beckenboden noch da und sonst holt ihn euch wieder. Ein letztes Mal. Und dann unten angekommen, die Spannung rausfließen lassen. Okay, das war der Teil auf dem Hocker. Jetzt gehen wir noch ein bisschen auf den Boden. Und ihr braucht dafür heute ein kleines Handtuch. Also mich vielleicht einfach mal kurz auf Pause setzen und sich so ein kleines Gästehandtuch holen. Und dann setzen wir uns gemütlich auf unsere Matte. Handtuch erstmal zur Seite, das brauchen wir gleich. Dann stellen wir die Füße auf. Nehmen die Hände entweder an die Schienbeine, wenn die Arme zu kurz sind, die Hände an die Oberschenkel. Auf jeden Fall sind wir erstmal faul. Und zwar bringen wir wieder Bewegung in den Rücken. Rund werden, vor allen Dingen auch im unteren Bereich. Und wieder lang. Oh nein. Okay. Dann bleiben wir oben auf unseren Sitzbeinhöckern sitzen. Stellen die Füße nah zusammen. Ungefähr hüftbreit, stellen die Fersen auf, nehmen die Hände an die Oberschenkel und wir sammeln unseren Beckenboden ein. Entschuldigung, es ist gerade unheimlich laut da draußen, als jemand mit einem Laubbläser. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Und dann geht's los. Wir sammeln unseren Beckenboden ein. Zwinkern, Sitzbeinhöcker, innerste Schicht. Und dann versuchen wir, ein Bein zu heben. Ganz kleines Stück. Nur die Ferse knapp lösen und wieder abstellen. Und wer jetzt merkt, das geht jetzt gar nicht, das ist so schwer, wenn mein Rücken ganz lang ist, der lehnt sich bitte mit langem Rücken ein bisschen nach hinten. Aber achtet dabei darauf, dass der Bauch flach bleibt und der Beckenboden stark. Und dann wieder versuchen, Beine zu heben. Und ihr dürft ruhig ordentlich Kraft in den Armen haben. Nur die Schultern müssen tief sein. Ja, wie gesagt, wenn es geht, den goldenen Faden lang lassen. Und das ist eine ganz schwere Übung. Macht es ganz achtsam. Okay. Letztes Mal. Und die Füße locker lassen, Beckenboden locker lassen, ganz faul werden. Nächste Übung. Wir bewegen unsere Lendenwirbelsäule, sind faul. Auf dem Weg nach oben, Beckenboden anspannen, locker lassen, runden Rücken und wieder aufrichten. Immer im Wechsel. Und immer wieder ganz bewusst entspannen. Und anspannen.
So, ihr könnt euch das jetzt aussuchen. Wir nehmen die Beinbewegung dazu, ob ihr die Füße locker stehen lasst oder ob ihr die Fußspitzen wieder anzieht und die Fersen benutzt. Das kann leichter sein, für manche aber auch nicht. Ja, macht es so, wie es für euch am besten geht. Noch einmal ohne Beine. Und dann halten wir oben an mit einem guten, kraftvoll angespannten Beckenboden und versuchen wieder ein Bein hochzuheben. Und dann wieder entspannen. Auf dem Weg nach oben, Wirbelsäule lang machen, Beckenboden anspannen. Wenn ihr den habt, anderes Bein heben. Und wieder ab. Und wenn das mit dem Bein zu schwer ist, lasst die Beinbewegung einfach weg. Ja, wenn ihr euren Beckenboden gut spürt in der Entspannung bzw. in der Anspannung und dieses Bein will partout nicht nach oben, dann lasst es einfach stehen. Ja, wer kann, lässt seine Arme ganz locker. Es kommt immer so ein bisschen auf die Kraft im Körper an. Was ich immer wieder bewusst machen, als erstes geht es um meinen Beckenboden. So, noch ein letztes Mal. Und jetzt legen wir uns erstmal gemütlich auf den Boden. Handtuch, hier dieses kleine Handtuch in Griffweite. So, dann stellen wir unsere Füße auf. Ungefähr hüftbreit. Und bevor wir anfangen, in Rückenlage zu arbeiten, nochmal bewusst das Becken bewegen. Becken aufrichten, Lendenwirbelsäule geht zum Boden, das Becken kippen, es entsteht ein leichtes Hohlkreuz. Den Atem fließen lassen. Wunderbar. Und dann lassen wir unser Becken langsam ausschaukeln. Und jeder fühle mal sein neutrales Becken. Hüftknochen und Schambein sind so ungefähr auf einer Ebene. Wir haben eine kleine Kuhle unter der Lendenwirbelsäule. Und wir versuchen, diese kleine Kuhle, unsere natürliche Krümmung in der Wirbelsäule, jetzt festzuhalten und ein bisschen arbeiten. Und dazu nehmen wir unser Handtuch und nehmen das mal locker so in die Hände. Ja, einfach. Ne, dass wenn man das so an den Enden verhasst oder hat oder ein bisschen mehr in der Mitte, guckt mal, dass es ungefähr so schulterbreit ist. Und dann sammeln wir erstmal unsere Spannung ein. Also zwinkern, O-Muskel, U-Muskel. Und dann ziehen wir die Sitzbeinhöcker zusammen und merken vielleicht, dass die Lendenwirbelsäule so ein ganz kleines bisschen Richtung Boden wandert. Das Becken sich so ein bisschen aufrichtet. Aber jetzt nehmen wir die innerste Schicht dazu. Und dann schieben wir wieder alle inneren Organe so ein kleines bisschen Richtung Schultern. Das Becken ist wieder ganz neutral und spürt wirklich nur Kraft im Beckenboden. Ne? Was ich nicht ganz sicher ist, einfach mal fühlen. Die Oberschenkel sind so locker wie möglich. Der Popo ist so locker wie möglich. Die Füße stehen fest auf dem Boden. Der Bauch ist im oberen Bereich auch noch locker. Hier im unteren Bereich diese zwei kleinen Dreiecke, da ist schon ein bisschen Spannung. Ne? Und der Beckenboden, wie gesagt, der ist schön stark. Und die erste Übung ist, wir bewegen nur unsere Arme. Und zwar strecken wir die Arme mal nach oben. Und dann geben wir so ein bisschen Zug auf unser Handtuch. Ne? Dass wir so das Gefühl haben, wir wollen es ein bisschen lang ziehen. Und baut dadurch mal so ein bisschen Spannung in den Armen auf. Die Ellbogen sind locker beziehungsweise entriegelt. Und dann bewegen wir die Arme nach vorne und wieder nach oben. Und wir haben die ganze Zeit ein bisschen Zug auf unserem Handtuch. Und wir haben Spannung im Beckenboden. Achtung! Wir machen ein bisschen mehr Arbeit. Wir aktivieren zusätzlich zu dieser Bewegung noch unseren Bauch. Sieht folgendermaßen aus. Wir haben Zug auf dem Handtuch. Und wenn das Handtuch jetzt nach vorne geht, beziehungsweise die Arme, dann heben wir den Kopf hoch und gucken dem Handtuch so ein bisschen hinterher und spüren ein bisschen Arbeit im Bauch.
Dann legen wir den Kopf vorsichtig wieder ab und nehmen das Handtuch wieder nach oben. Und ich möchte, dass die ganze Zeit das neutrale Becken erhalten bleibt. Wer jetzt das Gefühl hat, ja, das ist ja ganz nett, aber das ist nicht meine Übung. Der kann wechseln zu der ganz normalen Bauchmuskelübung. Die sieht dann folgendermaßen aus. Wir nehmen die Hände an den Kopf und gehen hoch und runter. Das ist genau die gleiche Arbeit, nur wir haben die Unterstützung durch die Arme und es ist vielleicht ein bisschen leichter für die eine oder andere. Mal ganz egal, welche Übung ihr macht, immer wieder in sich hineinspüren. Ist mein Beckenboden denn noch da? Macht ihr denn noch ordentlich mit? Oder brauche ich mal dringend eine Pause? Dann anhalten, sich das Handtuch mal auf den Bauch legen. Wer mag, auch gerne mal die Beine ausstrecken. Ganz bewusst in den Bauch atmen und den Beckenboden entspannen. So, wir machen jetzt noch eine zweite Runde. Stellen die Füße wieder auf. Und wer gerade schon das Handtuch nicht benutzt hat, der nimmt die Hände direkt wieder an den Kopf. Ansonsten gehen die Arme wieder nach oben. Wir geben wieder ein bisschen Zug auf unser Handtuch. Sammeln unseren Beckenboden ein. Und wenn wir bereit sind, gehen die Arme nach vorne. Wir heben den Kopf. Spüren die Spannung im Bauch. Und dann geht es wieder zurück. Und für alle, denen das noch nicht genug Arbeit ist, die können gerne nochmal die Beinbewegung von vorhin dazu nehmen. Wenn wir oben sind, kurz anhalten, ruhig weiter atmen und dann mal vorsichtig ein Bein aus dem Oberschenkel heraus anheben, wieder abstellen und dann erst wieder den Rückweg antreten. Ja, dadurch kriege ich noch ein bisschen mehr Arbeit. Und auch hier bleibt das Becken neutral. Sobald ihr merkt, der untere Rücken legt sich auf dem Boden ab oder der Bauch kommt nach oben, dann ist es einfach zu schwer. Dann macht euch die Übung wieder leichter. Ja? Die leichteste Variante ist, ich bewege meine Arme, ziehe meinen Bauch ein bisschen nach innen, wenn die Arme weit nach vorne gehen. Ich habe einen starken Beckenboden. Der Kopf ist die erste Erschwernis. Beziehungsweise der Schultergürtel. Und die zweite Erschwernis, wer möchte, hält die Spannung und hebt immer ein Bein, bevor er wieder den Rückweg antritt. Immer wieder versuchen, seine persönliche Übung bzw. Übungsvariante zu finden, damit es anstrengend ist, aber machbar. So, und egal was ihr tut, Übung beenden. Dann nehmen wir die Spannung wieder aus den Armen raus, legen das Handtuch zur Seite und machen einen Moment Pause. Legt euch mal eine Hand auf den Bauch und atmet unter diese Hand. Ganz bewusst faul werden. So, jetzt hat man ein bisschen Bauchmuskulatur. Jetzt ist der Rücken dran. Die Arme liegen neben dem Körper. Und das Handtuch liegt in Griffweite, ich lege es mal auf die andere Seite, in Griffweite neben einer Hand. Wir wollen
den Popo ein bisschen hochheben. Also die Füße stehen gut auf dem Boden, so dass wir da Druck drauf geben können. Ungefähr hüftbreit, die Knie zeigen zur Decke. Wir sammeln unseren Beckenboden ein, zwinkern, Sitzbeine, innerste Schicht. Dann geben wir richtig Druck mit den Füßen zum Boden und heben den Popo hoch. Und senken ihn wieder ab. Auf und ab. Dann versucht mal ein bisschen höher zu kommen. Und achtet darauf, dass der Po ganz sanft nach oben arbeitet. Dass die Knie weiterhin zur Decke zeigen. Und dass natürlich die Beckenbodenspannung erhalten bleibt. So, dann lassen wir unser Handtuch ein bisschen mitmachen. Vielleicht, wenn der Popo hoch genug kommt, dann halten wir da oben an, schnappen uns unser Handtuch und geben das Handtuch einmal an die andere Hand und dann senken wir den Po erst wieder ab. Ja, und wer merkt, oh, ich kriege den Po gar nicht so hoch, dass ich das da drunter herkriege, dann ist das eben so. Dann lassen wir das weg. Das ist nicht wichtig. Und ganz wichtig, wenn ihr eure Arme bewegt, der Rest des Körpers bleibt ganz ruhig. Ja, es geht nur um diese Haltearbeit, schöne Position, Füße, Knie, Rücken und natürlich Spannung im Beckenboden halten. So, das kann man ein bisschen mit ein bisschen mehr Armbewegung gestalten. Sieht dann folgendermaßen aus. Wir halten unten an. Schnappen uns unser Handtuch, egal wie es ist, kann ruhig knubbeln. Und nehmen beide Arme nach oben. Und jetzt ist ganz wichtig, dass ihr ein bisschen mehr Kraft in Bauch und Rücken gebt, damit es eine schöne Bewegung wird, weil die Arme können ja jetzt nicht mehr helfen. Einmal kontrollieren, ist mein Beckenboden noch da, sonst wieder einsammeln. Und dann den Popo heben, die Arme gehen nach vorne. Knapp über dem Boden anhalten, das Handtuch übergeben, dann geht der Popo wieder runter, die Arme gehen wieder hoch. Jeder für sich. Und wer merkt, das mit der zusätzlichen Armbewegung ist mir zu schwer, der nimmt wieder die andere Bewegung. Und achtet drauf, schöne lange Arme, streckt sie nach vorne, Schultern bleiben tief, atmen nicht vergessen. Zwischendurch mal kontrollieren. Sind meine Knie auch noch da, wo sie hingehören? Oder machen sie sich schon wieder selbstständig? Schön nach oben zur Decke zeigen. Immer den Zug der Oberschenkel zueinander spüren. Immer dann denken, Innenseite Oberschenkel ist Hilfsmuskulatur für den Beckenboden. Und dann müssen wir unsere Becken... unsere Beine auch immer in einer schönen Position halten. So, letztes Mal. Und halt. Wir legen das Handtuch wieder weg. Nehmen nacheinander die Beine in die Luft. Der untere Rücken darf sich jetzt ganz faul ablegen. Die Hände an die Knie, Knie auseinanderfallen lassen. Und wer mag, kann jetzt ein bisschen schaukeln. Alles locker lassen. Die Füße, die Beine, alles ist faul. Ganz entspannt. Keine Sorge, wenn man zur einen Seite umfällt, einfach am anderen Bein ziehen. Dann kullert man wieder auf die andere Seite. Ganz entspannt. Lass mal wirklich locker. Halt mal in der Mitte an. Nimm die Hände an die Oberschenkel. Gib mal ein bisschen Kraft in die Arme. Und schaukeln uns nach oben. So, und wie immer, ne, wer von so nicht hochkommt, ist kein Problem, über die Seite. Ja, ihr wisst alle, wie das geht. Oben angekommen, wollen wir noch ein letztes Mal arbeiten. Und zwar gehen wir dazu
in den Vierfüßlerstand. Wir verteilen unser Gewicht auf beide Hände und beide Beine, geben das Gewicht nach vorne, dass die Schultern über den Händen sind, die Arme sind lang, Ellbogengelenke sind entriegelt, die Schultern sind tief gezogen und jetzt sammelt noch einmal euren Beckenboden ein. Ein zartes Zwinkern. Dann die Sitzbeinhöcker zusammenziehen. Innerste Schicht dazunehmen. Den Bauch ein bisschen nach innen ziehen. Und jetzt eine ganz kleine Bewegung. Nur das Gewicht verlagern. Nach vorne und nach hinten. Den Atem fließen lassen. Und achtet darauf, dass die Spannung im Rumpf bzw. im Beckenboden, Bauch, im Rücken erhalten bleibt. Ganz klein, ganz achtsam. Dann in der Mitte anhalten und das Gewicht verlagern nach rechts und links. Na, passt auf, der Bauch bleibt drin, der Beckenboden bleibt stark. Nicht verlieren, ist eine ganz kleine Bewegung. Wir kommen zum Höhepunkt der heutigen Stunde. Wir halten in der Mitte an und versuchen Kreise. Es geht nach vorne, nach rechts, nach hinten, nach links. Achtet darauf, dass ihr nicht verkrampft. Ellbogen sind locker. Bewusste Bewegung. Achtung, irgendwo anhalten und die Richtung wechseln, andersrum. Und wer merkt, mein Beckenboden geht mir verloren, geht zurück zur Mitte, sammelt euch wieder. Und dann nochmal ein wenig kreisen. Bauch will gefühlt nach oben, beziehungsweise will oben bleiben, nicht locker lassen, atmen, noch zwei Runden. Okay, dann vorne anhalten, wieder zurück zur Mitte, alle Spannung rausfließen lassen, das Gewicht nach hinten schieben, den Popo und entspannen. Eine bequeme Lage finden. Einen Moment Pause machen. Wenn diese Position nicht bequem ist, wisst ihr alle, ein bisschen nach vorne gehen. Popo in die Luft strecken. Vielleicht den Kopf auf die Unterarme. So, dass es bequem ist. Dann kommen wir noch einmal in den Vierfüßlerstand und räkeln uns rund und lang im Wechsel. Und mit rundem Rücken anhalten. Das Gewicht nach hinten geben. Und langsam aufstehen. Zum Schluss noch einmal die Schultern bewegen. So, meine Lieben, das war's wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns nächste Woche, wenn ihr wollt. Tschüss!